Hi Leute, hier ist eure Skyadversa zu einem neuen Part von The World Ends With You. Ja, im letzten Part mussten wir leider sehr herbe Verluste hinnehmen. Sota, Nao und ein Red Hoodie Reaper sind vor unseren Augen gestorben. Wir sind immer noch dabei, die Mission zu machen. Ich blende sie hier mal kurz ein. Spiel 6 besiegt die Bosse dieser komischen Quadratwurzel 0 plus 5 innerhalb von einer Stunde. Ja. Naja, wir wissen immer noch nicht, was wir zu tun haben. Wir wissen nur, dass diese Route offen ist. Und dann... Ach! Da ist jetzt ein Dialog, okay. Sieht so aus, als wäre Route 5 offen. Und so als einzige Route. Route 5? Von der Scramble Crossing nach Odagawa. Also 2,2, diese Nummer. 2,2360679. Das ist die Quadratwurzel von 5. Na, Pi-Gesicht und seine Lahm-Jokes. Und was ist dieses 0 plus 5? Die Route 5 umfasst, umfasst 6 Areale. Die Scramble Crossing, Center Street, AMX, hier die Tipsy Toes Hall, Shibuku Heads und Odagawa. Gehen wir also davon aus, dass die Scramble 0 ist. Dann wäre Odagawa 5. Präzise. Problem gelöst. Unsere Ziele sind die Bosse von der Scramble bis nach Odagawa. Okay, dann sollten wir diese Mission jetzt schnell beenden. Nächster Halt, Odagawa. Sehe ich nicht so, ich will nämlich noch meinen Stride, falls wir irgendeinen speziellen Pin will ich nämlich nicht verpassen. Deswegen nochmal nachgucken. Hey, Bro! Slammt ihr eine Runde? Willst du eine Runde spielen? Ich meine, so lange dauert das nicht. Ja, ich will ja... Achso, wir können jetzt nur wechseln zwischen den beiden, oder wie? Kriegen wir da aber einen Sonderpin? Das ist die Frage. Ich nehme mal Shooter. Ja, okay, dann lass uns mal knacken. Okay, was haben wir denn jetzt bitte für eine Map? What the fuck? Nein! Verdammt. Okay. Was zur... Ach du Scheiße. Nein! Oh Gott, ich kick mich hier gerade selbst ins Aus. Wann ist Shooter so gut geworden? Und vor allen Dingen mit dieser unsichtbaren Map komme ich ja so gar nicht klar. Na! Okay, ich bin heute am Arsch. Ich bin heute am Arsch. Ich gewinne heute nichts. Das ist meine Strafe dafür, dass ich nicht sofort weitergemacht habe. Ja, ist es. You lose. Danke. Ah, was soll's. Ich wusste doch, dass du keinen Skill hast. Erinnere dich mal ans letzte Mal. Ich habe dich gewinnen lassen. Heute habe ich einfach nur nicht gut gespielt. Wenn du meinst. Na gut, ich spiele beim nächsten Mal wieder gegen dich. Das war die Strafe dafür, dass ich nicht sofort die Mission weitergemacht habe. Na gut. Okay, was ist jetzt los? Die beiden auch? Ach du Scheiße. Haria, Utsuki. Ist du noch bei mir, Kollege? Wo zur Hölle kam dieses Tabu-Neus her? Es ist das Werk des Game Masters. Aber wieso schickt er sie dann auf die Reaper? Ist der verrückt? Pass auf, Utsuki! Wir haben ja wirklich eine schwere Zeit. Nun, Nico? Senden wir die Kavallerie, um sie zu retten? Ja, wir helfen ihnen.
Wir müssen sowieso die Bosse besiegen, da können wir ihnen auch helfen. Ich werde es tun, sie werden es hassen. Oh, du bist so ein hinterhältiges Stück Dreck. Don't make this worse for yourself. Halt die Fresse, Joshua. This is nothing. Be careful. This is nothing. See ya. Farewell. This is nothing. Farewell. This is nothing. I got this. This is nothing. Was? Ach du Scheiße! Ich hab nie auf die HP geachtet. So. So, Fusion. Wir können immer noch nicht die Level 3 Fusion holen. Na gut. This is just die. I got this. This is nothing. That was nothing. Ja, ich weiß. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal leveln. Nach dem Part. Seid ihr okay? Jetzt zwei! Warum habt ihr uns geholfen, ihr Spasten? Seid ihr verrückt? Wir sind eure Feinde. Hallo? Ernsthaft? Wir können doch selbst auf uns aufpassen. Oh, ihr habt uns unseren Arsch gerettet. Ansonsten wären wir ziemlich schnell über die Planke gesprungen. Was, Karia? Wieso bedankst du dich noch bei denen? Gegner oder nicht. Wenn dir jemand hilft, dann sagt man Danke. Na, was auch immer. Ich hab nicht um eure Hilfe. Ich hab nicht um eure Hilfe gebeten. Selbst wenn ich daran denken. Nur daran denken, macht mich schon verrückt. Ein Reaper, der Spieler braucht, um sich selbst zu retten? Das ist einfach nur ein kranker Joke. Gehen wir, Karia. Na. Zwei simple Wörter. Ist es denn so hart? Sie wäre lieber neues Food gewesen. Vielleicht war ja Barf ihre Version von Dankeschön. Wir sollten uns beeilen. Und du solltest leveln. Ja, sollte ich. Wenn du es gleich im Boss erwartet. Was war das denn? Ach du Scheiße, heißt das, wir haben jetzt Tabunois zwischendrin, oder was? Oder sowas in der Art? Weil diese grauen Symbole sind so grau wie die Tabunois. So. So. Tatsache. So. Verdammt. So.
So, who's next? Gut, dann fangen wir mal weiter. Oder machen wir weiter? So. So. So, Fusion. Wir haben fast ein neues Level, lol. Jawoll. Achso, wo ich das gesehen habe, im Topscreen. Wenn wir einen Gegner besiegen, sehen wir immer, wie viel wir noch brauchen. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist, nach gefühlten 50 Parts. So. Gut. Na, welches Level haben wir jetzt? 26 sind aber auf 15. Dann stelle ich mal auf 20. Ich verkaufe jetzt noch mal schnell ein paar Pins. Wohl, nee, Moment. Ach, scheiße. Das war, glaube ich, gerade ein Pyrokinese-Pin, den ich hätte behalten sollen. Egal, ich krieg den schon wieder. Ach ja, hier habe ich ihn doch. Hier habe ich ihn doch. Oder? Nee. Das hier. Ah, ich werde den mal reinnehmen. Der ist nämlich besser als Pyrokinese. Ich kenne den. Und der ist hier für den Kampf, glaube ich, ein bisschen besser geeignet. Ah, ich liebe das Team. So. Der Pin ist übrigens auch ganz gut, aber ich mag das Mikrofon nicht so gerne benutzen, weil das über eine Taste gemacht werden muss und eigentlich muss man ins Mikrofon ganz laut reden oder reinschreien. Und ich weiß nicht, ob der Sound, den ich als Sample habe, dafür reicht. Was? Wir haben keine Synkrate mehr? Puh? Wir haben null Synkrate. Scheiße. So können wir da nicht reingehen. O-Saft. Ach du Scheiße. Na, da mache ich noch ein Kämpfchen. Nee, Moment. Weil das ist jetzt auch so eine Vorbereitung. Ich weiß, was uns gleich für ein Boss erwartet und der ist ein bisschen härter. Ja. Wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe. Ist ja auch schon wieder so ein halbes, dreiviertel Jahr her. So. Rest in peace. Hoch mit dir, Joshua. So. So. Ja, ihr merkt jetzt, ich muss jetzt gerade alles tun, um die Synkrate hochzubekommen, weil dann wird die Fusion auch wieder stärker. Ja, die hängt nämlich davon ab, wie hoch die Synkrate ist. Wenn ihr euch daran erinnert. Ist ja schon eine Weile her, dass das erklärt wurde. So. So. Ah, das ist schon ein bisschen besser. Gut, wir haben den O-Saft gesoffen. Ja, nette Ablenkung, Joshua, ich weiß. So. Okay, wir haben es fast wieder.
Gut, dann gebe ich beiden noch einen Shoyu-Rahmen. Ja, Joshua kann Shoyu-Rahmen nicht ab, was gut so ist. Achso, Moment. Ja, Sets sind optimiert. Ja, ihr merkt, ich bereite jetzt ganz viel vor. Ist auch nötig. Na gut, gehen wir zu Udegawa Backstreet. Versuchen wir jetzt alles einfach. Wir sind hier. Wie viel Zeit haben wir noch? Noch 30 Minuten, Neko. Das sollte einfach sein. Dann zerstören wir dieses Mistviech. Moment, ich hatte jetzt einen anderen Boss im Kopf, aber hey. Das ist gut. Wenn wir tatsächlich nur so eine Viecher haben, dann ist das Ganze hier nicht so schwer. Wieso hatte ich hier einen Elefanten im Kopf? Und ja, es gibt später auch noch Elefanten-Neues. Kleiner Spoiler. Ich hatte aber im Kopf, dass wir jetzt einen Elefanten-Neues bekämpfen. Ah, war vielleicht ein Boss-Neues. So. Nettes Team, aber ich mag es nicht. Das hier ist das Team, mit dem Make or Break ersetzt wurde. Darum hasse ich es, weil Make or Break ist mein Lieblingstrack. Und der ist nur in der japanischen Version verfügbar. Und... Moment, ist das nicht einer von diesen Pins von damals? Die uns dieser Reaper gegeben hat? Trauma! Ja, Joshua kriegt Attackenboost. 10.000 Yen. Scarlet Heat. Wir haben die Mission geschafft. Seit langem mal wieder eine Mission und wir haben sie sehr gut bestanden. Halte durch, Shiki. Nur noch einen Tag. Oh, das waren sehr spaßige Zeiten. Ja, sehr. Nein, nicht schon wieder euer Kopf. Nein. Oh, hallöchen. Wieder gelangweilt, mein Freund. Oder vielleicht bist du einsam. Kennt ihr zwei nicht einfach? An meinen Missionen sterben? Oh ja, meine Kalkulationen, sie sind bis ins Unendliche gestiegen. Aber soll ich euch etwas sagen? Ich habe leider auch meine Motivation zum Erschaffen verloren. Ich bin froh, dass ihr es wenigstens noch geschafft habt hierher. Froh? Warum sollte er froh sein? Ah. Also warst du der mysteriöse Helfer am Anfang? Was? Das war... Okay, das macht einen Sinn, aber trotzdem. Danke dafür. Jeder, der zu schwach ist, eine Triple Zero zu besiegen, ist Müll. Crunch. Ich schmeiß es mit auf meinen wunderschönen Haufen. Meinen Opus, den ich bald wieder schaffen werde. Yo. Ach, ups, ich bin gerade im Beat abgerutscht. Upsi. Yo, ich bin ins Beat abgerutscht. Yay. Er hat uns geholfen. Oh, komm. Legen wir mal die kleinen Sachen mit dem Frischfleisch zur Seite. Aber wisst ihr noch, was morgen ist? Der siebte Tag, der magische Tag, wenn ich Hand anlegen darf. Zeit für ein kleines Quiz. Fragen wir die Mathe ab. Wie schnell werde ich euch auslöschen? Ich hoffe nicht zu schnell. 299,... Achso, nee, das sind keine Komma, das sind in dem Fall Punkte. Ich glaube, das ist Lichtgeschwindigkeit, wenn ich mich richtig erinnere. Physik abgewählt. Ja, ich habe Physik abgewählt. Juhu! Seit einem Jahr. Es ist wundervoll. Was? Oh, Lichtgeschwindigkeit. Ha, ich hatte sogar recht! Nice! Ich war in Physik eine Vollpfeife. Aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Ich habe die Dinge ausgelöscht, die dich das letzte Mal geschützt haben, als wir uns hier trafen.
Dieses Mal bist du ein toter Mann. Der Schmerz verschwindet. Sind er und ich irgendwie miteinander verbunden? Morgen wird kein Zucker erschlecken werden. Ich kann mir nur vorstellen, was er versuchen wird. Das letzte Mal? Was sollte das eigentlich gerade bedeuten, als er das gesagt hat? Hat er mit Joshua geredet? Es sieht nämlich so aus, als wenn er von Pieface oder Pie-Gesicht das Ziel wäre. Also haben sich die zwei schon einmal gesehen. Aber wann? Ich kann niemanden dafür bestrafen, dass er dieses Kind umbringen möchte. Ich will's auch. Aber ich muss ihn wenigstens bis zum Ende des morgigen Tages am Leben lassen. Wenn der morgige Tag vorüber ist, werde ich mich rächen. Und wir sind jetzt wieder bei den Reapern? Dies schließt Yashiros Bericht ab. Also sind die Tabu-Neus Minamimotos Werk. Das ist ein schwerer Verstoß, Sir. Erlauben Sie mir, mich um Minamimoto zu kümmern. Das eilt nicht. Ich muss erst einmal die Strafe mit dem Composer besprechen. Dein Eingreifen ist noch nicht erforderlich. Verstanden, Sir. Trotzdem, dies ist eine wichtige Angelegenheit. Ich hoffe, Sie werden schnell zu einer Einigung kommen. Die nächste Sache ist dieser illegale Spieler. Soll ich da vielleicht eingreifen? Oder würdet ihr das auch lieber diskutieren? Ja. Ich glaube, dass ich da in diesem Fall das Gleiche tun werde. Aber die Regeln sind da trotzdem sehr klar. Ja, Sir. Eine zusätzliche Angelegenheit. Ein bestimmter Spieler hat eine sehr große Standfestigkeit aufgewiesen. Neko Sakuraba. Was denken Sie über ihn? Sakuraba, natürlich. Kurze Pause. Gerade als ich dachte, ich hätte ihn ausgemacht, musste die Let's Playerin eine Pause machen, aber egal. Weil gerade als ich dachte, ich hätte ihn ausgemacht, ist es jemand anderes. Was? Was hat er da gerade gesagt? Jemand an ihn ausgemacht? Hä? Geht da etwa noch was Größeres ab? Etwas, das wir nicht verstehen? Die Frage wird sich im nächsten Part stellen. Oder im nächsten Tag, den wir im nächsten Part beginnen werden. Wir haben Beast on the Prowl abgeschlossen. Der fünfte Tag mit Joshua. Der sechste Tag mit Joshua, Entschuldigung. Ich bin gerade verwirrt, weil da fünfter Tag steht. Der sechste Tag mit Joshua, ja. Das bedeutet, ab dem nächsten Part können wir uns auf das Finale einstellen mit Joshua. Und daher würde ich sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.